Hey Leute, willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Ja, also falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann wirkt das hier vielleicht ein bisschen komisch. Alles so düster, wir sind unbewaffnet. Ja, wir haben alles verloren. Diese blöden Goblins oder Bockblins, wie auch immer, haben alle unsere Items geklaut. Und jetzt sind wir auf einer Quest, alle Items wiederzufinden. Aber wir haben zumindest unseren Staubsauger wieder, mit dem wir dieses ganze Magma-Zeugs hier schon mal wegschmelzen können. Somit können wir hier auch die Abkürzung schaffen, die uns, glaube ich, zu etwas führt, wo wir gerne hinwollen. Habe ich recht oder habe ich recht? Wir müssen schnell sein. Okay. Ich meine, hier finden wir ein Item, was wir gerne haben wollen. Oder hier geht's weiter. Ja, hier geht's sogar weiter. Wir müssen da lang, wenn wir das andere. Okay, sorry. Dann machen wir das hier gleich. Man kann da nicht rüberrollen, okay. Ich dachte so, hä, voll cool, ich bin so schnell. Es gotta go fast, aber das geht nicht. Ha! Ha! Oh, aufpassen. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Ist kein Problem für mich. Ich dachte nur, das wäre möglich. Ja, gut, Ameisen. Ganzen Käfer-Ameisen-Viecher brauchen wir jetzt auch nicht. Okay, dann kommen wir hoch. Und jetzt sind hier ein paar. Ja, ja. Ich verstehe schon. Stealth Mission hier. Für ein Item. Und wenn wir auf die Karte schauen, wissen wir schon, was es ist. Es ist nämlich der Claw Shot, womit wir abkürzen können. Nein! Nein! Ich kann nichts machen! Das geht nicht! Aua! 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 Haben wir so Damage genommen oder wurden wir jetzt wieder weggekerkt? In den Kerker. Okay, wir haben einfach nur Damage genommen. Das geht ja noch, ne? Das geht ja noch. Aber ich wusste jetzt auch nicht, wie ich da sonst durch hätte sollen. Okay, so geht das auf jeden Fall. Okay, aber die halten kurz Stille, wenn sie dich sehen. Um dir Zeit zu geben, kurz noch einmal schnell wegzurennen. Okay. Grab ich ruhig. Schnell. Da können wir nämlich nicht, sonst so nicht durch, weil da der Turm ist, glaube ich. Bam, bam, bam. Muss ich den wirklich wieder killen? Oder kann ich den ignorieren? Na ja, komm, ich ignoriere ihn diesmal. Ich glaube, das bringt nichts, die immer wieder zu killen. Ich habe den letzten Mal gekillt, aber ich lasse es jetzt. Mir geht's nur um meine Items, die ich hiermit wieder zurückerlange. Oh mein Gott, ein Geheimnis, was wird so sein? Oh mein Gott, was? Der Greifhaken? Das hätte ich nicht erwartet, oh mein Gott. Ja. Damit können wir direkt abkürzen. Wenn ich treffen würde. Zack. Auf zum nächsten. Und den mal kurz schlagen. Bam. Er weiß gar nicht, was ihn getroffen hat. Ich meine, okay, es ist schon dunkel, aber so dunkel ist auch wieder nicht, ne? So dunkel ist es aber auch wieder nicht, Spiel. Okay, und jetzt? Und jetzt? Ich glaube, das ist ja ein Rückweg und nicht der Weg, den ich lang gehen soll. Ich lasse mich mal fallen. Ah, okay. Genau, jetzt können wir hier nämlich weiter. Okay. Das macht alles Sinn, Leute. Das macht alles Sinn. Okay. Holen wir uns als nächstes die Peitsche zurück. Peitsche ist natürlich auch wichtig. Oh, wir können eine Abkürzung schaffen. Hier waren wir ja vorhin schon, aber da konnten wir, wie gesagt, nicht durch. So, jetzt können wir hier wieder durch. Falls wir es brauchen. Herz. Ja, zu einem Herz habe ich nicht, nein, ne? Also. Das nehme ich schon. Aua. Schon gerne mit. Dumm, 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 dumm. Ich habe das Gefühl, das war dumm. Man kann hier ein bisschen eine Lava zeichnen. Aber okay, wir sind ja aus anderen Gründen hier. Einfach direkt mal jetzt ignorieren. Wir sind nicht zum Spaß haben. Wir sind hier, um Abenteuer zu erleben. Und über mir müsste
die Kiste sah. Ich habe sie gesehen, aber wir müssen erstmal im Kreis rumlaufen. Aber hey, da können wir speichern. Da können wir speichern. Oh. Oh. Hast du mich nicht gesehen? Idiot! Haha! Was muss ich denn machen? Wo muss ich lang? Was zum... Ha? Ah, schaut mal da! Dann machen wir den Zack-Move und dann sind wir hier oben! Ah, habe ich gar nicht gesehen. Aber die können wir noch nicht mitnehmen. Die sollten wir lieber lassen. Moment, die sollten wir nicht lassen. Wir nehmen einen davon mit. Um dann Zerstörung zu bringen. Yeah. Und eine Brücke zu erschaffen. Und natürlich, um unsere Peitsche wieder zu erlangen. Dom, dom, dom. Miau, 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 miau. Aber es fehlen noch so viele Items. Und wir können hier nur noch zwei weitere finden. Ganz weit hinten, by the way. Also, das ist wirklich weit weg. Ich meine, cool, wir haben hier eine Abkürzung geschaffen oder so, aber I don't know, ob ich mich dabei fühlen soll. Okay, mit der Peitsche. Ah, ich wollte schon sagen. Rennen wir jetzt bestimmt hier durch. Und ja. Mit dem Greifhaken an der Frucht. Richtig stehen. Danke. Sind wir dann wieder hier. Okay. Okay. Unseren Triumph können wir natürlich direkt mal speichern. Ich weiß nicht, ob ich hinten bei dem Hideout irgendwas vergessen habe. Ich hoffe nicht. Ansonsten müssen wir da später wieder zurücklatschen. Ist dann halt so. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir können die Abkürzung hier links nicht nehmen. Obwohl, da könnten wir vielleicht lang. Versuchen wir es mal. Ob das geht? Bumm. Bumm, zack, bumm. Das geht tatsächlich. Ah, interessant. Okay, das brauchen wir jetzt nicht dort, glaube ich. Okay, müssen wir hier überhaupt lang? Ist das hier... Nee, ich glaube, das ist gar nicht wichtig. Ich glaube, es geht nur hier nach oben. Okay, dann sorry. Eldin ist nicht mein, ja, zum einen nicht mein Lieblingsort und zum anderen auch nicht mein, ja, wie sagt man das? Meine Specialty, meine Spezialität ist dieser Ort hier nicht. Ich komme nicht so gut klar wie mit den anderen Orten. Kannst du dich mal verziehen hier? Was soll denn das? Dann müssen wir doch woanders lang. Oder vielleicht schafft er den Sprung! Au! Nein. Da geht's nicht lang. Dann habe ich nur noch eine einzige Theorie, wie das gehen könnte. Jetzt passt auf, wir nehmen hier... Also wir laden uns erstmal auf, dass wir wieder volle Energie haben. Und dann nehmen wir die Bombe bis da hinten mit. Achso, wir können gar nicht rennen, während wir das haben, ne? Nee, wir können gar nicht rennen. Roll, roll, roll. Nein, roll noch mehr! Ah, Steuerung, Freunde, Steuerung. Ich glaube, man merkt's, oder? Ich glaube, man merkt's. Okay, das hat gezählt, das hat gezählt. Perfekt. Ich glaube, wenn wir jetzt hier hochfliegen, können wir doch bestimmt umdrehen, statt direkt zu dieser Slide zu gehen. Und dann sind wir drum. Ja, sind wir. Und das ist ein Kumpel. Hey, mit mir redet der. Oh, ist das heiß. Aber ich hatte diese Welt liegen vor mir. Sollen wir nicht da lang gehen? Hier? Also, ja, theoretisch. Wupp, und dann wären wir hier, aber... Okay, wir wollen uns das Item hier noch schnappen. Okay, dann macht das Sinn, dass wir erstmal hier lang gehen. Hey, Kumpel! Oh, die ganzen Ungeheuer sind plötzlich von hier verschwunden. Irgendwas muss da passiert sein. Hä? Ja, genau, mit unseren Ohrringen können wir einfach sein und uns tut nichts weh. Okay, wenn wir Bomben hätten, könnten wir hier durch. Leider haben wir keine im Moment.
Hier liegen leider auch keine herum, das heißt, wir müssen einfach mal hier weiter entlang schleifen. Fledermäuse sollten mich schnell ignorieren. Die sollten mich auch am besten nicht sehen, das wäre schlecht. Nämlich sehen. Okay, aha, was ist denn da los? Das will ich mal genauer ansehen, wie es da abgeht. Ha! So, da! Aha, so kommt man zu. Okay, ich habe jetzt gedacht, es geht anders. Alright! Dann erstmal hopp. Und dann halopp. Und dann halopp. Und dann runterlassen. Schnell! Ah! Das war knapp. Nein! Ah! Nein! Ach man, Link! Idiot! Oh man. Okay, komm. Versuchen wir es erneut. Ja, so langsam wird das auch nichts. Nee, es ist schon zu spät. Und jetzt? Bleib ich hier einfach stehen und warte? Ja. Basically, ja. Drehen uns ein bisschen im Kreis. You spin me right around. Und irgendwann, wenn das Timing richtig ist, können wir uns hier loslassen. Und jetzt, ich glaube, ich verstehe schon, was gewollt ist. Wir nehmen hier eine Bombe mit und rennen schnell rüber. Oder wir können sie hinschmeißen? Das könnte funktionieren. Nee, ich glaube nicht. Ich warte, bis das Ding kommt. Stell mich drauf, schmeiß, renn wieder zurück. Und go. Und zurück. Hat's funktioniert? Ja. Woo! Yeah, yippie. Okay, brauchen wir die Schleuder überhaupt für irgendwas? Ich meine, so gut war die Schleuder jetzt auch nicht wirklich. Also die, ich weiß nicht, ich finde die Schleuder ein bisschen unspektakulär. Aber ich schätze, vollständigkeitshalber ist es trotzdem wichtig, die zu haben. Haben wir die Hälfte zurückergattert? Mehr oder weniger. Wie auch immer. Ja, darunter wollen wir nicht. Wir wollen wieder zurück nach oben. Das bedeutet, wir krallen uns die Dinger hier wieder. Und schnallen uns nach oben. Ding. Und zack. Ding. Machen wir lustige Geräusche. So, jetzt fehlen uns noch die Bomben. Dann weiß ich nicht, wo lang. Tatsächlich. Ist aber so alles so still und leer. Oh. Nachtwache. Ich meine, technisch gesehen ist das vielleicht auch so ein bisschen deren Revier. Oder? Kann sein, könnte ich mir vorstellen. Bum, bum. Bum, bum. Ja, komm. Beweg dich. Kann ich die stunnen? Mit der Schleuder, das könnte gut sein. Ach, vielleicht muss ich das sogar. Moment. Ja. Ich muss die sogar stunnen. Krass. Also das ist eine coole Idee. Da macht die Schleuder sogar sehr, sehr viel Sinn. Das finde ich cool. I like. Dich mag ich aber nicht. Wenn der mich sieht, dann wird's brenzlig. Nein, bitte nicht. Weg! Hast mich nicht gesehen? Idiot! Okay, wir können uns drumherum buddeln. Nee, können wir nicht. Sollen wir den da oben jetzt. Ja, wie viele noch? Sollen wir den da oben jetzt einfach abschießen? Ich meine, okay. Mit dem Bogen wäre es einfacher, aber. So geht's natürlich auch. Ja. Boah, wie viele? 5 Sets? Mehr als genug. Wo muss ich denn lang? Das noch? Das kann doch nicht sein. Irgendein Löcher muss mich doch durchbuddeln. Oder kann ich mich halt durchbuddeln? Wie auch immer. Deutsch ist nicht. Keine einfache Sprache. Oh. Habe ich nicht gesehen. Okay. Einer reicht. So. Wupp. Ja. Link kennt sich hier schon aus. Er weiß auch schon, wer sich positionieren muss, damit das Ganze hier auch geschmeidig funktioniert. Ja. So, wir warten.
Dann macht's bumm, zack, bumm. Und dann rennen wir durch. Und dann kommen wir hier oben bei der Chest wieder raus, haben Bomben und bahnen uns den Weg mit Bomben wieder frei. Ja, da kommen wir dann wieder nach oben. Dumm, dumm, dumm. Aha, Bombentasche, aber das sind die noch, ne? Ja, das waren die, okay. Okay. Ich weiß, wir können nur 10 tragen, ne? Ich habe die ganzen Bomben und Pfeil und Deku-Upgrades, was auch immer, habe ich alle weggelegt. Wie ihr wisst, ich bin da nicht so ein riesiger Fan. Ingi übrigens auch nicht. Also, ich finde, das muss nicht sein. So, und du musst auch nicht sein, Kumpel. Du kannst gerne wieder fliegen gehen. Hui. Leiche. Nehmen wir mit. Als Andenken. Als Andenken. Ey! Nein! Nein! Schnell! Ja, wen juckt's? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Soll ich da rein? Geht das überhaupt? Das geht doch überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich weiter... Wo es weitergeht, wo ich hin muss. Ah, das kann sein, dass ich zum Vulkangipfel jetzt muss. Weil jetzt kann ich ja mit den Bomben das frei sprengen, ne? Das kann gut sein. Okay. Dann rennen wir da mal kurz hin. Alright. Da gehen die sofort in die Luft, weil es so heiß ist. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Aber wenn die erwachsen würden, wahrscheinlich schon. Na gut, ja, darunter müssen wir jetzt nicht. Das wäre eine Abkürzung, aber brauchen wir jetzt nicht. Das, was wir brauchen, sind unsere Items, die sich wahrscheinlich hier drin befinden, oder? Ja? Ja, unser Schwert! Und Fei wahrscheinlich auch. Aber erstmal nehmen wir uns eine schicke kleine Truhe. Mit etwas Trinkgeld. Ja. Ziehen wir jetzt aus dem Boden heraus. Was? Okay. Du hast das wahre Masters Schwert wieder. Nun kannst du die Bockblöds endlich zurechtstutzen und wieder mit Fei sprechen. Vielen Dank, Gebieter. Bitte entschuldige, dass ich eben nicht bei dir sein konnte, Gebieter. Ich habe dort hinten rechts eine starke Präsenz gespürt. Ich bestehe eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass es sich dabei um den Drachen handelt, der eine Stimme des Heldenlieds hütet. Ich empfehle, deine restliche Ausrüstung einzusammeln und dich dann auf die Suche nach dem Drachen zu begeben. Okay, voll. Nee, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir sind bis später. Die haben wir gar nicht als Aura-Suche. Den Weg zum Dragon. Aber da bin ich schon mal mit meinem Beetle durchgeflogen, da war aber nichts. Jetzt zeigt die Kamera aber extra drauf hin. Ich meine, ja, jetzt kann ich hier lang mit den Dingern. Weiß aber nicht, wie ich da rankomme. Das gucken wir uns später an. Wie gesagt, die ganzen Steine machen wir, wenn wir mit dem Drachen fertig sind, hier in dem Gebiet. Aber jetzt kommen wir in ein neues, allgemein neues Gebiet rein hier. Oder nicht? Vulkangipfel. Boah, da kriegt man aber ein bisschen Gänsehaut, oder? Was wird denn das hier? Ich weiß es nicht. Ah, zerschneiden. Da ist aber irgendwo noch eins. Okay, ja, mit dem Beetle. Den haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, wo man den bekommt. Dann müssen wir erstmal wieder zurück. Aber interessant, hier würde es dann wahrscheinlich weitergehen, oder? Schaff ich den Sprung? Ja, gerade noch so. Perfekt. Okay. Was ist denn das hier für ein Raum? Was sind aber diese Wasserfrüchte?
Achso, damit ich hier durch kann, oder? Wir nehmen einen davon mit. Schmeißen ihn dann auf den Boden und können passieren. Hä? Bitte nicht? Habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist richtig so. Okay, meine Freunde. Seid ihr bereit für einen epischen Kampf? Hey ja! Und ja, das waren alle. Das war der Kampf. War doch episch, habe ich doch versprochen, dass sie episch ist. Okay, wir werden die Kisten leider nicht mehr angesagt auf der Map. Finde ich sehr schade. Dennoch existieren sie hier alle. Und hoffentlich ist hier mein Käfer drin. Den kann ich gut gebrauchen. Wir kriegen alles wieder. Okay, Entwickler waren, war lazy, hatten keinen Bock, dachten sich, ja, hier, jetzt kann der Spieler wieder alles zurückbekommen. Ist okay. Aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Kann ich mich da hochhängen? Ah. Da kann ich mich hängen, aber... Kann ich buddeln? Komme ich denn da wieder zurück? Hier geht's auch gar nicht lang. Also... Hm? Habe ich auf dem Boden irgendwas zum Graben übersehen? Nee. Aber da komme ich doch gar nicht hoch. Nee, ich bin gerade ein bisschen überfordert, ein bisschen verwirrt, besser gesagt. Keine Ahnung. Bitte? Aha, da kann ich mir eine Bombe reinsetzen. Habe ich nicht gesehen. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass überhaupt eine Wand ist, wo man... Okay, krass. Dann... Bombs away! Bombs away! Und... Jetzt kommen wir hier zurück. Yep. Hm. Yeah! Klingt freut sich schon ziemlich. Ist wahrscheinlich auch, weil wir unsere Items jetzt endlich zurück haben. Dann lass mich bitte in Ruhe. Ich stehe einfach nur so rum, nur das tue ich öfter. Knappes Ding. Knappes Ding, knappe Geschichte. Du bist weg. Niemand mag dich, Kumpel, aber das hätte ich gerne. Peace. Komm, steck das Herz auf! Ah, schade. Na gut. Herz ist nicht so wichtig. Wichtiger ist es, herauszufinden, wo uns das hier hinführt. Habe ich recht, Freunde? Kapau! Ja, ein Stück ist er noch an Fäden. Hier vorne. Du! Und zack! Ja, das war das letzte. Gibt nicht noch ein viertes? Nee. Es ist offen. Sesam, öffne dich. Mir hat niemand gesagt, dass wir jetzt einen Boss bekämpfen müssen. Ich bin gleich vorbereitet. Na, wo wir haben unsere Items wieder. Ja, wie auch immer. Zeig dich! Oh, vielleicht ist das da hier der Drache, nach dem wir suchen. Ja. Ja, das ist er. Der Drache Eldin. Hoho, ein Mensch schafft es, dieses heiße Land zu durchqueren. Sieh an, sieh an. Du trägst das heilige Symbol auf deiner Hand. Von langer Zeit hat mir die Göttin eine Weise anvertraut. Und du bist derjenige, für den ich sie gehütet habe. So sei es, Menschenkind. Höre meine Stimme des Heldenlieds. Einfach so? Die Stimme des Heldenlieds erlernt.
Der Ausbruch des Vulkans war das Werk meines Zorns. Und du bist hineingeraten. Verzeih mir. Schon bald werden sich Erde und Himmel in ein freundlicheres Licht färben. Jetzt kannst du aufbrechen. Ah, danke schön. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Die Eruption des Vulkans ist zu Ende. Es ist nun möglich, wieder zurück ins Wolkenmeer zu reisen. Sehr gut, Gebieter. Du hast nun bereits zwei Stimmen des Heldenlieds erlernt. Besuche nun als letztes die Wüste Ranel. Kleiner Funfact, by the way. In der alten Wii-Version gab es meines Wissens nach einen Bug, womit man nur eine bestimmte Reihenfolge machen durfte. Sich die Drachen zu krallen. Und zwar die wir jetzt machen, die Reihenfolge. Und sonst, wenn man eine andere Reihenfolge macht, ist das Spiel softlocked. Was ich sehr interessant finde und auch sehr schlecht programmiert, also offensichtlich wurde das hier gefixt, ne? Das ist ja ist ja zu erwarten, meine ich. Und ja, wir sind aber nicht wirklich fertig hier. Wie ihr sehen könnt. Ich wollte schon sagen, wie ihr sehen könnt, fehlen uns noch ein paar Steine und die holen wir uns jetzt. Okay, also wir wissen, dass das hier auf jeden Fall, also dieser Stein ist auf jeden Fall gemeint. Das wissen wir. Und an dem, wo wir drankommen, jetzt ist meine Frage, kann ich da einfach drüber springen, also drauf springen auf diese Insel dort? Das ist jetzt mein erster Gedanke, dass ich da vielleicht versuche, so, erstmal hier raufzukommen. Und jetzt, ah, nee, das geht nicht, da kann ich nicht drüber springen. Ich geh mal wieder zurück. Okay, ich habe eine andere Idee. Okay, Moment. Was ist, wenn ich da oben das Wasser mitnehme? Dann vielleicht von da oben hier runterspringen, das Wasser hier hinschmeiße. So, wenn ich an die drauf bin, dann zack und dann kann ich da drüber. Das müsste doch aber eigentlich funktionieren. Ich weiß so dann nicht, wie ich jetzt zurückkomme. Aber da werde ich mir bestimmt was einfallen lassen. Aber ich glaube, so muss man es machen, oder? Das wäre jetzt zumindest... Verschwindet! Nervensägen. Und das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde. Kannst du den mitnehmen? Das kannst du nicht mitnehmen, ne? Da komme ich jetzt nicht mehr hoch, ne? Da komme ich hoch, aber nicht mit dem Ding. Okay, die Kamera hat ja vorhin dahin gezeigt. Auch wenn da eigentlich nichts war. Ich guck nochmal ein zweites Mal durch. Ne, hier ist nichts. Ich verstehe nicht, warum die Kamera das hier hin zeigt. Vielleicht hat das was mit dem Turm dort zu tun. Ja, wow. Toll. Moment, nimm mich mit, schnell. Nimm mich mit. Bumm. Fall um? Nee. Macht er nicht. Das schafft er niemals darüber. Oder kann ich einfach von da stehen bleiben und schwingen und das funktioniert, weil der Strahl so lang ist? Hey! Wie schnell das auf einmal geht! War das schon immer so stark? Unser Schwert? War das schon immer so krass? Das geht! Okay! Das war ja viel einfacher, als ich dachte. Na gut. Allerdings fehlt uns... Oh, please. Ah. Allerdings fehlt uns trotzdem anscheinend noch eins. Ich muss nur schauen, wo. Hier drin auf jeden Fall nicht mehr. Hä? Was war das für ein Filter? Okay, dann suche ich mal weiter, wo der Rest ist. Okay, es scheint nur noch eins zu sein. Irgendwo dort müsste es angeblich sein. Schauen wir mal nach. Hier können wir noch kurz Pause einlegen, um zu gucken. Irgendwo dort unten auf jeden Fall. Da komm, rutsch runter, ist schneller. Gibt's noch ein paar Rubine dazu. Yippie. Wo? Nicht hier? Unter mir. Direkt unter mir. Was? In der Lava? Oder kann ich hier
durchbuddeln. Nee. Was? Gibt's da... Das ist einfach nur Lava. Aber hier soll's sein. Genau hier. Da ist aber nichts. Hä? Ich verstehe es nicht. Hier ist auf einmal gar nichts mehr. Wie bitte? Jetzt sagt er, es ist hier. Obwohl meinte er aber dort. Ich glaube, irgendwo hier müsste es sein. Auf jeden Fall irgendwo unter der Lava. Anscheinend irgendwie oder so. Hier ist auf einmal nichts mehr, aber hier schon? Was? Hier war gerade was. Ah, nicht da stehen. Als ich da drauf stand hier. Hat er mir ein Na ja. Was? Immer noch irgendwo in der Lava? Was zum... Ich verstehe wie gar nichts. Jetzt ist es hier? Also der zeigt mich hin und her. Auf jeden Fall hier irgendwo in dem Gebiet, in der Nähe, I guess, müsste es sein. Eine Ewigkeit später. Ehrlich? Seht ihr ihn da unten? Habe ich den wirklich nicht bekommen? Ich dachte, ich hätte gebackpackt und hab mir den geholt. Scheinbar nicht. Okay, direkt nach rechts. Und da ist auch noch was. Warte, Truhe. Nein, was habe ich getan? Nein, bin ich dumm. Wie komme ich wieder hoch? Was war das denn gerade? Okay. Ich habe wirklich gedacht, dass ich den geholt hätte. Scheinbar habe ich den nicht geholt. Bevor ich mir jetzt aber hole, gehe ich erstmal auf die Kiste zu. Weil ich die anscheinend auch noch nicht habe. Okay. Ah, yeah. Okay, ist nichts Besonderes. Komme ich dann auch jetzt da dran? Eigentlich ja. Okay. Du bist also der Letzte, der mir fehlt in Eldin. Und ich hätte ihn von Anfang an bekommen können und ich hab's nicht gecheckt. Ich habe ihn komplett vergessen scheinbar. Naja, jetzt haben wir nachgeholt. Deshalb zeigt er auch die ganze Zeit nach unten. Komisch, dass er aber nur in hochgelegenen Orten nach unten zeigt und in normalem Gebiet nicht. Generell das Ganze sehr komisch. Damit sind wir fertig hier in Eldin. Ich hoffe, das war noch alles in eine Folge gepackt. Ansonsten bekommst du eine neue Folge. Ansonsten, wenn das noch in eine Folge gepackt hat, gereicht das. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann nach Ranel reisen, um uns den letzten Drachen zu schnappen. Ja, beende einfach.